Präsidentin, meine Damen und Herren. Gut, dass wir heute wieder über Afghanistan und Syrien reden können. Die Anträge der AfD sind dafür allerdings keine seriöse Grundlage. Es wird über Diplomatie anscheinend gesprochen. Gemeint ist, wenn man die Anträge liest, dass es um Abschieben geht, um Hilfe einstellen geht und natürlich um Einstellen der ganzen dringend benötigten Projekte, um die Situation für die Menschen in Afghanistan zu verbessern. Das ist keine Grundlage. Aber der Deutsche Bundestag hat gesagt, wir wollen uns seriös mit Afghanistan auseinandersetzen. Durch die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses und Einrichtung einer Enquete-Kommission. Und tatsächlich ist das auch dringend nötig, weiter hinzugucken. 1996 haben die Taliban das erste Mal Kabul erobert. Es ist nicht gelungen, in den 20 Jahren unseres internationalen Einsatzes die Strukturen der Taliban zu zerschlagen. Seit 3 Jahren sind sie wieder an der Macht, sind fester im Sattel wahrscheinlich als je zuvor. Es ist nicht zu erkennen, dass sich an der Situation in nächster Zeit etwas verändern wird. Und die Situation für die Menschen ist dramatisch vor Ort, insbesondere für die Frauen und Mädchen natürlich. Dieses Tugendgesetz der Taliban ist der reinste Hohn schon im Begriff. Es geht um nichts anderes als darum, die Frauen und Mädchen aus der Öffentlichkeit zu verbannen, ihnen jede Chance für ihr Leben zu gestalten, ihnen jede Chance zu nehmen. Darum geht es den Taliban mit diesem Tugendgesetz. Und gleichzeitig hungern 23 Millionen Menschen in diesem Land. Eine bittere Hungersnot gibt es da. Viele erfrieren im Winter. Und wir haben noch die zusätzlich schlimme Situation der Geflüchteten nach Pakistan, die nun von Pakistan wieder nach Afghanistan zurück abgeschoben werden, die in einer direkten Verfolgungssituation sind und um ihr Leben bangen müssen. Meine Damen und Herren, alles das führt dazu, dass es richtig ist, hinzukommen. Und dass es richtig ist, glaube ich, auch nicht nur aus der Ferne mit erhobenem Zeigefinger zu drohen und die Taliban zu isolieren. Richtig, wir wollen uns mit denen nicht gemein machen. Aber ich glaube, es ist auch an der Zeit, darüber nachzudenken, ob wir uns nicht jenseits einer Botschaft und eines Botschafters im Rahmen einer eigenen Struktur, einer eigenen Vertretung vor Ort ein Bild über die Lage machen müssen. Ich glaube, dass es dringend ist, dass es dringend notwendig ist, vor Ort handeln zu können. Zum Glück haben die Taliban es nicht geschafft, überall ihren Machtanspruch durchzusetzen. Es gibt Regionen, in denen Frauen und Mädchen noch kleine Chancen haben, in denen ihnen Möglichkeiten eröffnet werden. Wir müssen vor Ort sein, um auch denjenigen zu helfen, die sich diese Freiräume erhalten und geschaffen haben. Und meine Damen und Herren, ich will auch an der Stelle ganz klar sagen, auch wenn es um das Thema Abschieben geht, glaube ich, ist es nötig, über eigene Strukturen vor Ort zu reden, um nicht mehr von Ländern wie Katar abhängig zu sein, sondern unsere deutsche Politik, das, was wir wollen, vor Ort auch selbst in die Hand nehmen zu können und umsetzen zu können. Meine Damen und Herren, ich will abschließend noch einen Punkt nennen, der mir sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Vorhin Ralf Stegner und viele andere Rednerinnen und Redner haben es gemacht, haben deutlich gemacht, wie wichtig die Unterstützung für unsere Soldatinnen und Soldaten war, die Unterstützung durch die Ortskräfte. Wir haben ihnen gedankt und geklatscht für ihre Unterstützung und Hilfe. Ich glaube, vor diesem Hintergrund müssen wir auch sagen, wir müssen verlässlich bleiben mit unseren Zusagen und den Leuten konkret helfen. Es kann nicht sein, dass ausschließlich durch eine Haushaltsentscheidung möglicherweise ein Aufnahmeprogramm sofort eingestellt wird. Sondern wir haben Zusagen gemacht, wir haben Dinge versprochen, wir haben Menschen eine Perspektive bieten wollen, die uns geholfen haben, diesem Land zu helfen. Und nun müssen wir auch im Namen des Bundesaufnahmeprogramms dafür eine Perspektive finden. Meine Damen und Herren, abschließend, ja, es ist keine einfache Situation. Nichts darf passieren, um sich mit diesem Regime gemein zu machen. Aber wir sind es den Menschen gerade nach den 20 Jahren unseres Engagements schuldig, weiter hinzugucken, dem Land zu helfen, den Menschen vor Ort, vor allen Dingen humanitär zu helfen. Vielen Dank.